Und da sind wir wieder zurück bei Euro Truck Simulator. Ich frage mich, wie lange es wohl dauern wird, bis wieder der nächste mich reinkracht. Ich meine, ich kapiere es immer noch nicht. Also das geht mir jetzt gerade so durch den Kopf. Ich weiß, ist zwar schon etwas her, aber kapiere es eigentlich immer noch nicht. Ich habe die ersten 100 Folgen auf dem ProMod-Server gespielt. In der Zeit ist kein einziger an mich reingefahren. Dann spiele ich mal, gerade mal 40, nicht mal 40 Minuten auf dem normalen Server, auf dem ich jetzt auch aktuell bin. Da kracht schon einer in mich rein. Mit Absicht. Das verstehe ich bisher immer noch nicht. Da passiert es in 100 Folgen nicht und da passiert es innerhalb von 2 Folgen. Naja, so ist es eben. Die Blöden findet man immer auf anderen, findet man nie so schnell. Aber irgendwann trifft man schon auf solche Leute. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ich habe jetzt schon wieder seit 2 Wochen nicht mehr gespielt. Manchester. Restzeit 58. Ich fahre noch 25. Oh, da fahre ich noch eine Weile. Und ich spiele aktuell die Folge hier wieder mit Tastatur, weil ich gerade einfach zu faul bin, um jetzt hier das Lenkrad aufzubauen. Es wird nicht nur die Folge sein, sondern auch noch die nächsten drei. Weil ich immer 4 Folgen am Stück aufnehme. Das reicht dann immer für 2 Wochen. Gerade da ich nächste Woche wieder nur einen Tag Zeit habe, an dem ich aufnehmen kann. Das kommt halt auch noch hinzu, deswegen muss ich jetzt auch schon wieder so viel im Voraus aufnehmen. Ich weiß gar nicht, was habe ich jetzt alles aufgenommen? Ich habe jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, habe ich bereits 6 Folgen Lego Star Wars aufgenommen. Und ich glaube nochmal genauso viele Folgen von Star Wars: The Old Republic. Das heißt also, ich brauche noch 4 Folgen von Lego Star Wars und nochmal 4 Folgen von The Old Republic. Dann brauche ich noch 4 Folgen hiervon. Und dann bräuchte ich theoretisch noch eine Folge von Elden Ring, um jetzt für die nächsten 2 Wochen alles fertig zu haben. Da ich aber, wie gesagt, nächstes Wochenende noch einen Abend habe, würde ich sagen, an dem nehme ich die 4 Folgen Lego Star Wars und die 4 Folgen Elden Ring auf. 4 Folgen Elden Ring. Nee, 4 Folgen The Old Republic. Wann nehme ich denn da Elden Ring auf? Gute Frage. Ja, gut. Aufgrund der Länge und der wenigen Zeit, die ich habe, würde ich sagen, dass ich einfach mal für die Woche dann wieder aussetze. Ist echt Mist, wenn ich immer so wenig Zeit habe zum Aufnehmen. Aber daran kann ich jetzt auch nichts ändern. So, was gibt es sonst Neues zu erzählen? Naja, in ein paar Tagen wird der Hogwarts Legacy veröffentlicht. Ich bin da im Überlegen, schon mal so zu testen, ob ich das überhaupt aufnehmen kann. Also ob das von der Leistung her mit meinem Computer möglich ist. Könnte ich ja schon mal testen. Aber so viele Spiele, wie ich aktuell aufnehme, würde ich jetzt nicht noch damit anfangen, direkt Hogwarts Legacy zu spielen. Was jetzt aber. Ich muss kurz rülpsen. Bläh, mir kommt gleich die Galle hoch. Nee. Was wollte ich jetzt sagen? Hogwarts Legacy. Resident Evil 4, das Remake, hat jetzt wieder, nachdem der Veröffentlichungszeitpunkt kurz weg war, wieder ein richtiges Datum dastehen. Und sobald das Spiel veröffentlicht wird, werde ich erstmal, wie ich glaube ich bereits schon mal gesagt hatte,
erstmal die Old Republic pausieren und dann erstmal mit das Remake spielen. Ich meine, wenn das Spiel wirklich genauso ist wie das Original, dann werde ich nach ungefähr 40 Folgen schon wieder damit fertig sein. Das wären 5, 2 Monate. Würde das Spiel dann, was YouTube angeht, dann vollständig auf meinem Kanal sein. Ich hoffe nur, dass sie nicht allzu viel daran geändert haben, sonst wird es nämlich dann doch etwas länger dauern. Was war noch? Ach ja, Star Wars Jedi Survivor wurde verschoben. Das Spiel kommt nicht im März, sondern erst im April. Was schade ist. Das habe ich ja auch vor, noch dieses Jahr aufzunehmen. Mal sehen, welches Spiel ich dafür dann pausieren würde. Und mal abgesehen von Jedi Survivor natürlich auch noch The Fallen Order. Würde da natürlich auch noch mit anstehen. Auch nicht schlecht, ich spiele erst den zweiten Teil und dann den ersten. Ja gut, ich habe auch mit Resident Evil 4 angefangen. Also ich habe nicht den ersten Teil gespielt. Ansonsten so spieletechnisch. Das Dead Space Remake, Remastered, wurde ja ich glaube, erst vor ein paar Tagen veröffentlicht. Dead Space ist tatsächlich eine Spielereihe, die ich bis heute noch nie gespielt habe. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals Dead Space 3, die ersten Videos so auf YouTube, mir noch mit angesehen habe. Zum damaligen Zeitpunkt, aber ansonsten mit Dead Space hatte ich eigentlich nie wirklich was zu tun. Ah, wer weiß. Ah, ich habe mal wieder ein bisschen Geld durch meine anderen Fache verdient. Ah, diesen Level gleich mal aufgestiegen. Auch nicht schlecht. Tja. Mal kurz ein bisschen näher mit dem Stuhl kommen. So, kann ich mich jetzt anlehnen. Ich saß nämlich gerade so da, ohne dass ich wirklich angelehnt war. Sitze ich jetzt ein bisschen bequemer. Wer es noch nicht weiß, ich erwähne es mal jetzt noch in dem Video, obwohl das Spiel ja wenig mit Nimbi Race zu tun hat. Aber Nimbi Race können ab sofort die Zuschauer, also ihr, selbst entscheiden, welche Linie ich baue. Das Einzige, was ihr. Ich habe mir das halt so überlegt, dass ihr in die Kommentare schreiben könnt, welche Linie ich baue. Und zwar einfach die Linienbezeichnung und von wo bis wohin die fährt. Die einzige Voraussetzung, die ich dafür gebe, die einzigen zwei Voraussetzungen dafür, die ich gebe, sind, dass die Linie mit meinem aktuell bestehenden Liniennetz verbunden sein muss. Kann man sich ganz einfach im letzten Video ansehen, was ich bisher alles gebaut habe. Und die Linie muss ausschließlich in Deutschland verlaufen. Also Züge, die jetzt zum Beispiel von Dresden aus dann bis nach Prag fahren, die baue ich nicht. Die Zugstrecken, nicht die Züge. Das wollte ich nochmal hier gleich erwähnt haben. Ist ja etwas, was ich bisher noch nicht gemacht habe, den Zuschauern die Entscheidung, was ich mache, zu überlassen. Wenn keiner was dazu sagt, dann entscheide ich einfach selbst, welche Linie ich baue. Ich meine, jetzt vom Aufnahmezeitpunkt her sind noch etwa 20 Stunden Zeit. Wenn bis dahin keiner eine Linie vorschlägt, dann werde ich ganz einfach so wie immer wieder meine eigene Wahl treffen. Mist, das kann ich hier gerade nicht.
Ich habe gerade nochmal geguckt, weil ich hier auf meinem Handy gerade noch eine Meldung von YouTube gesehen habe. Da schaue ich jetzt nur seit gestern, seitdem ich das Video veröffentlicht habe, immer wieder. Also wir haben Samstag, wo ich das hier aufnehme, das darf man nicht, das muss ich vielleicht noch erwähnen. Hamburg. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht fahre ja nach Manchester. Ich hatte ja auf den Promo-Servern, da bin ich einmal in, also ich habe eine Lieferung mal nach Großbritannien gebracht und obwohl ich da auf der richtigen Straßenseite gefahren bin, habe ich immer wieder Strafzettel für das Fahren auf der falschen Straßenseite bekommen. Also auf Großbritannien, also in Großbritannien ist ja Linksverkehr und so bin ich auch gefahren, trotzdem habe ich aus irgendwelchen Gründen Strafzettel bekommen. Deswegen bin ich nur sehr ungern da unterwegs gewesen. Oder hab's bisher jetzt unterlassen, da groß hinzufahren. Mal sehen, wie es jetzt läuft. Jetzt, wo ich auf einem anderen Server mit der offiziellen Karte bin. Pennen muss ich nicht, das kann ich ja dann auf der Fähre, aber ich muss mal zusehen, dass ich demnächst auch mal wieder eine Tankstelle finde. Ah, gut, da kommt gerade noch einer vor der Fähre, da kann ich gleich noch tanken. Ist erlaubt, aber LKWs dürfen ja standardmäßig immer nur 80 fahren. Dem Kreisverkehr sollte ich mal nicht so schnell rein. Wollte zwar nicht. Keine saubere Durchfahrt durch den Kreisverkehr mit meinem LKW, aber das hat ja keiner gesehen. Jedenfalls kein anderer Spieler. Komisch, wo sind denn die alle? Ah, ich habe so eine Vermutung, wo die ganzen Spieler sind. Ich meine, wir haben jetzt Samstagabend, als ich hier auf den Server gegangen bin. Also bevor ich auf den Server geklickt habe, steht ja immer so schön da, wie viele Spieler aktuell online sind. Und laut dem, was da stand, müssten hier irgendwo 2000 Leute durch die Gegend eiern. Aber erfahrungsgemäß müssen die so in der Nähe von Calais sein. Da ist immer viel los. Ich glaube, da fahre ich dann mal hin, nachdem ich die Lieferung hier abgeliefert habe. Kein Strafzettel dafür? Wie weit ist denn der Weg überhaupt nach Calais? Ach, einmal quer durch Großbritannien und dann bin ich da. Zu langsam gebremst. Na gut. Wenn ich mit Lenkrad steuere, da habe ich bei den Pedalen eine stärkere Bremskraft, als wenn ich hier mit Tastaturspiele. Es gibt doch, glaube ich, auch im Internet eine interaktive Karte von einem Server. Da müsste ja eigentlich auch zu sehen sein, wo jetzt aktuell die meisten Spieler sind. Aber die müsste ich jetzt erst öffnen. Außerdem also sagt mir meine über 100 Folgen lange Erfahrung, dass ich ja eigentlich weiß, wo die sind. Das ist also jetzt eigentlich auch kein großes Rätsel. Na, hier sind ein paar Leute.
Ich habe jetzt unten rechts auf die Karte mehr geguckt als auf die Straße. Ja, da kommt gerade einer von der Fähre. Cool. Okay, wo komme ich hier raus? Ach da. Hier ist früher auch immer mal viel los gewesen. Nee, nicht hier, aber an so einem Hafen. Kann ich mich jetzt gerade noch erinnern. Ich fahre richtig, wir sind ja in Großbritannien. Sieht man auch an den Schildern, die sind ja alle hier links. Speedkameras. Ach, mit den 2 km/h, die ich bis jetzt über der Geschwindigkeitsbegrenzung war, war ja mit Sicherheit kein Problem. Ich vergesse die ganze Zeit, die Schilder zeigen ja, also, wenn ich mich nicht täusche, Meilen an. 50 Meilen sind anscheinend so ungefähr 80 km/h. Oder? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Naja, nicht mehr weit, noch fast 175 Kilometer. Ende nächste Folge dürfte ich dann spätestens da sein. Das Beste aber an dem Serverwechsel ist ja eben, dass man jetzt nie weiß, was hier noch in den nächsten Folgen passieren wird, wenn man bedenkt, was nach 2 Folgen schon passiert ist. Ah, da freue ich mich auf jeden Fall schon. Gerade was auf die Tastatur geguckt. Muss ich hier rüber? Muss nämlich gleich eine rechte Biege machen. An was ich mich noch gut erinnern kann, als. Och ne, ich glaube, das erzähle ich dann in der nächsten Folge, was mir hier noch in der Nähe von London passiert ist mit einem anderen Profil, das ich leider noch nicht aufgenommen hatte. Rüber. So. So. Jetzt fahre ich hier über die Landstraße.